Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft GTR. Mit dabei ist der Midari. Hallöchen. Midal heißt er. Willkommen. Midal heißt er. Ja, Midal. Willkommen. Ich krieg's noch hin. Ich krieg's in der nächsten Folge irgendwann noch hin. So, ja. Wir haben ja letzte Folge einen Kill gemacht. Einen Bewaffneten gekillt. Geil. Ja. So, und ich würde sagen, lass uns jetzt woanders hingehen. Jo. Jetzt, Bumbi, schauen wir letztes Mal jetzt immer mal Piano auf du. Okay. Warum auch immer, I don't know. Oh lol, da ist Corona. Oh Gott. Das hörst du auch überall mittlerweile bloß noch Corona. Naja, das ist momentan alles voll damit. Weißt du, du gehst ja bestimmt auch zur Schule, oder? Ja. Du hast jetzt bestimmt schulfrei? Ja, 5 Wochen lang. Oh ey, ich beneide dich so, weil ich gehe nicht mehr zur Schule. Ja, aber wir haben für 3 Wochen Online-Ding bekommen. Naja. Ja, aber besser als nichts, weil jetzt sagen manche wahrscheinlich so, ist es doch nice, 5 Wochen Ferien zu haben, aber man muss es auch so sehen, wenn man 5 Wochen nicht zur Schule gegangen ist, dann ist man gefühlt so verblödet und kriegt es kaum mal hin, so richtig zu schreiben. Also ist meine Meinung so. Also das habe ich in den Sommerferien, als ich früher Sommerferien hatte, 6 Wochen öfters hingekriegt, dass ich dann erstmal echt wieder schreiben lernen musste, so ein bisschen. Also wirklich erstmal wieder, also ich sag mal diesen Schreibfluss so, einfach. Ja, ja, schnell schreiben und so. Übrigens, ich hab eine extremste Doktorschrift, also meins kann man überhaupt nicht mehr lesen. Ja, dann habe ich wahrscheinlich noch was Schlimmeres als eine Doktorschrift. Nee, das kann nicht sein. Meins ist die Allerschlimmste. Also er hätte es damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, Preise gegeben für schlechteste Schrift, dann hätte ich da auf jeden Fall den ersten Preis gekriegt. Auf jeden Fall, safe. Ich bin da in eine neue Klasse gekommen und habe den, der die schlechteste Schrift hat, einfach mal instant überboten. Aber naja, gut, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Du kannst die Kiste ruhig haben, du brauchst ja die Kohle. Auch wenn du mir also, Kohle schon gespendet hast, aber ist ja auch scheißegal. Ja. Burger gekriegt, die geil. Die paar hunderttausend. Es waren eine hunderttausend, aber naja. Ja. Was denn? Die paar zehntausend so. Ah, das ist fast schon besser. Oder der eine hunderttausend. Ach, da bist du. Naja. Mein Ping ist schon wieder aus. Fünf Striche, krass. Telekom lässt mich mal. Respekt! Telekom lässt mich mal nicht in Strich. In Strich. Wahrscheinlich Strich, ne? Strichmännchen. Ja. So. Da sind wir ja schon wieder da, wo wir eben gerade waren. Wer ist da? Ja. Da ist jemand. Der hat auch keine Waffen, oder? Weiß nicht, ja, der hat mich. Der hatte Waffen. Und zwar auch sehr viele. Irgendwer hat jetzt mal da geschossen, irgendwie? Du hast ihn getötet oder hab ich ihn getötet? Ja, da ist noch jemand, links! Links? Ja, ja, ich sehe doch. Tot. Ah, nee, doch nicht. Mal her, nimm du die Waffen. Ich hab's eingesammelt. 1000 Money. Hast du ihn gekillt oder nicht? Nein, der lebt oh, noch. Oh, scheiße! Jetzt hat er mich aber getroffen. Ich muss kurz was fooden hier. Aber er bekommt Schaden. Ja, ich muss kurz raggen hier, so. Ah ne, wenn der mich einmal trifft, dann bin ich One-Shot. Warte, ich muss ganz kurz mal raggen hier. Mach das. What? So, jetzt bin ich wieder. Ah, ich sterbe. Ich hab'n. Schön. Hast du jetzt 3 Kills, ja, ne? Stabil. Ja. Easy. So, den Loot nehme ich mir jetzt einfach mal. Mach das. Easy. 3 Kills, ne? Oh, ich bin ja da, wo wir eben gerade den Waffenlosen getötet haben. So. Hi. Ich kann wieder an den Dings. Okay, stellen wir gleich mal den ganzen Stuff hier sicher. Das finde ich ganz gut. Dann überweisen wir mal schnell die Moneten. Wow, es ist auch so, wenn du die Mille hast und dann mal so 2000 überweist, sieht das so aus, als würde das Geld einfach verschwinden, so, wenn du schnell auf die Bank haust, alles. So, habe ich eigentlich noch... Hallo, ich würde gerne mal nachladen. Kann ich nachladen? Hast du eventuell Munition? Ich habe genug Munition. Dann verbanne ich jetzt halt alles. So, dann lädt er halt so nach. Bäh.
Wenn das nicht geht, dann was nicht geht, wird passend gemacht, ne? Genau. So ungefähr. Boah, also ein Nachteil hat die Minigun extrem, die lädt wirklich erstmal. Nein, hey, da vorne nach. Ist der Drogendealer von vorhin. Ja, eben, wir waren ja eben da, wo wir letzte Folge den Waffenlosen getötet haben. So Drogendealer, ja. Kann man auch Drogendealer töten? Ich glaube nicht. Nee, was hat denn der so? Schokolade, nichts. Bier? Und Heroin. Auch ein Bier nehme ich doch gerne mal. Aber nö. Das ist nee. So. Immer ein gutes Vorbild sein, ne? Naja, oh gut. Mich zwar sowieso nie, aber. Na, morgen kommt ein Video online, wo ich mit dem in Minecraft Bier ja. Wo ich dann einfach mal offen durch die Straßen laufe. In einem Roleplay-Projekt. Vor eineinhalb Minuten. Ja, Sprachen lernen. Ja. Vor eineinhalb deutsche Minuten Sprache, schwere Sprache. Oh, ich hab ein First Try, krass. So. Was ist das Was hier? Was ist das eigentlich? Donate Gear. Huch. Ach, kriegst Muni. Verschossene. Donate. Ja. Jawohl, seit wann sind diese. Was? Aua. Nicht aus. So, warte mal. Bring mal ein bisschen Futter hier. Wenn du was zu essen brauchst, ich hab grad ein paar Burger hab ich noch. Ein paar Burger hab ich noch. Okay. Dann hier gebe ich dir noch 7 aus. Krass. Ich bin reich. Oh, da oben ist einer, da oben ist einer. Ist das der Hacker oder? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt. So viel Reichweite habe ich nicht mal. Dass ich den sehe. Naja, der war auch nur. Ah, da vorne bei der Tankstelle. Der ist da rechts ums Eck. Hm. Bei der Tankstelle. Oh, und was kommt hier gerade? Ich hab einen Strich, also bei mir anweht, liegt nichts, nee, da muss am Zauber liegen. Das ist okay. Ja, der ist da, der ist irgendwas mit Rot ganz am Anfang. Okay, er hat Titanium voll. Willst du jetzt mal einen Kill machen? Also, wenn wir den überhaupt schaffen. Ah ja, wenn nicht, dann nicht. Ah ja. Ich bin noch positiv, ich hab 3 Kills. Der Typ, bist du hinter mir? Ich bin hinter dir. Okay, der Typ ist hier lang gegangen. Muss halt nur mal die Minigun rausnehmen, dass ich gründen kann, das ist mal ein bisschen doof. Halt, schwere Waffen und so, die. Mit denen sprintest du halt nicht. Okay, ich glaube, entweder ist da vorne sein Haus. Oder er nimmt einfach keine Waffen mit. Keine Kisten. Das kann auch sein. Also, ich habe mir auch sehr abgewöhnt, Kisten mitzunehmen, tatsächlich. Kommt drauf an, ob man schon Godfather hat. Naja, ich sag mal so, jetzt holt man den Loot durch die Kills halt mehr. Naja. Da vorne sind zwei, ist es ein Duo. Und einer davon. Ja gut, das hat nicht geklappt. Das ging gerade zu schnell. Ich sag mal so, oh, Dreier sogar. Dreier, alter Schäde. Und ich versuche erstmal abzuhauen. So, das Gute ist, ich habe ja gerade Rüstung gelootet, ich muss mir keine neue holen. Yay. Yay, ich bin auch tot. So. Ja, lol, die sterben schon fast an meine. Ich hab da noch Ding hingeworfen. Okay. Was auch immer für das Molotovs. Ding jetzt ist, aber. Ach, Molotovs. Ey, sowas, ja. Sowas hab ich hier auch überhaupt nicht mitgegeben. Noch gar nicht. So, wollen wir mal jetzt ein bisschen Geld hier kriegen? Ich kriege innerhalb. Oh, 42.000. Das hört sich jetzt viel an, aber es ist eigentlich auch nicht so wirklich, aber naja. Gehen wir später noch mal in die Warzone? Natürlich gehen wir da nochmal hin. Okay, dann behalte ich diesen Titanium-Helm noch da. So, ich hole mir jetzt noch schnell eine Minigun. Da machen wir einen kleinen Folgencut und dann. Ja. Yippie, Minigun. Leute, hier lädt auch gerade eine Minigun nach. Dauert so lange. Also wirklich, wenn du da nicht aufpasst mit Muni und mal leer ist und du mit einem Fight bist, bist du gearscht. Bist du einfach. Eigentlich ist es auch besser, wenn du zwei Miniguns zur gleichen Zeit mal mit hast, dass du eine ungeladen hast. Eine geladen hast, die du mitnimmst. Aber das ist wiederum teuer, was Geld, weil Minigun kostet halt einfach mal 100k. 100k, zwei Stück. Nee, 25k kostet doch bloß. Echt? Bei mir kostet 50k. Hä? Ja, for real.
Lol,50k. das check ich jetzt ab, weil ich habe ja eine gekauft. Eigentlich hat es bloß 25k gekostet. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Warte mal, ich gucke jetzt hier mal. Minigun. LOL, 50k! Ich gebe hier jedes Mal 50k aus. Wobei, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe doch von irgendeinem Typen, wer war das? Hi, was? Was, hi, was geht ab? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich doch noch eine ganze Kiste Miniguns geschenkt bekommen. Warum nutze ich die eigentlich nicht? Ganze Tja, Doppelkiste auf mit. Reserve. Ja, ich kaufe mir einfach ständig neue. Also, hi, was, wenn du das siehst. Ich habe hier noch genug Miniguns eigentlich. Warum ich jetzt ständig welche kaufe? I don't know. So, ich würde sagen, das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.